Hallo und willkommen zum 70. Parametle Super Smash Ultimate Classic Mode von Classic Mode, genau. Hallo und willkommen zum 70. Parametle Super Smash Bros. Ultimate Classic Mode. Heute mit Melinda. Melinda aus Animal Crossing. Klassisch! Melinda, wo bist du, Melinda? Geld, Gold, Gold für dich, Goldschopf. Ich wollte schon einen Namen haben, eigentlich Namen. Und los geht's mit Melinda. Geld, Gold für dich, Goldschopf. Melinda! Los geht's. Los geht's gegen Bewohnerinnen. Bewohnerinnen, genau. Und draußen. Und draußen, yes. Mit dem Tennisball ausgehauen. Ach komm, Schmerzball, komm her. Okay, das war er jetzt nicht. Ich würde eigentlich den Smash jetzt damit. Es geht auch. Und weiter geht's gegen. Es geht weiter gegen. Gegen Fifi-Trainerin, Pokémon-Trainer und Pikachu. Und nein, ach komm, das kann doch nicht wahr sein. Und draußen, yes, besiegt. Oh, sie besiegt selber, Mann, ist die dumm. Die besiegt sie einfach selber. Und weiter geht's gegen. Gegen Palutena, Lucina, Zelda und Gerdarain. Alter, die sind ja richtig stark. Aber ich habe keine Chance gegen die. Draußen. Nein, ich bin auch draußen. Fast draußen. Nein! Und draußen, jetzt bin ich mit der Bananenwaffe. Und weiter geht's gegen. Gegen Cyrus, Samus, Bayonetta und Samus. Okay. Team Smash sogar, okay. Team Smash auf der Stage, oh Mann. Wo bin ich überhaupt?
Oh nein, das war einfach uns raus. Und draußen ist eine schon okay. Er ist draußen besiegt, obwohl ich gar nicht viel zu beigeschaut habe eigentlich. Weil ich auch nicht sehe, ist die App ist eben so groß eben. Da sieht man nicht viel, weil einer so klein wird. Und jetzt kommt das Gegner, es kommt Daisy, Peach und Rosine und Luma und Wendy kommt jetzt. Warum müssen es auch so viele Gegner sein, ich sehe noch nicht kaum was. Ich kann noch nicht hoch. Nein, ach komm. Und zwar sind draußen schon mal. Nein. Der ist zu stark, ehrlich. Und ja, einer ist raus. Gut so. Nein, da warst du. Ach so, sie ist besiegt worden. Okay, das passt eh. Das passt eh, genau. Und jetzt kommt das Gegner, Es kommt. Sheik! Der ist das noch. Und dann kommt die Bonus spielen, dann kommt der Boss. Okay, Sheik noch. Komm jetzt her, Mann. Und draußen jetzt besiegt. Ohne Tod bis jetzt besiegt, muss man sagen. Melinda ist richtig gut eigentlich. Na, ich sind. Das Bonusspiel kommt jetzt. Und dann kommt der Boss noch. Das sehen wir der Boss. Aber ich glaube, der Master und Case wird der Boss wieder werden, glaube ich. Da wird sich nichts ändern, glaube ich. Und der Boss ist Mars und Crazy wie immer eben. Genau wie gleich immer. Leider immer noch mal. Mars und Crazy, leider.
Ich habe jetzt ein Problem, ich kann mir nicht mehr. Die müssen die schweben, ja. Und ich muss sie mit dem normalen Angriff. Nein, ich meine, ich bin so dumm. Was sollte ich machen? Ich kann doch kaum ausweichen eigentlich. Ich bin draußen. Ja, draußen, echt. Das ist viel zu schwer eben auch, muss man sagen. Da willst du denn ausweichen, ganz ehrlich, Mann. Oh Mann. Ich bin aber wirklich schlecht darin, aber ich meine, das weit her zu bisschen. Nein, ich bin raus. Nochmal nicht schon wieder, ehrlich. Und besiegt ist eine Hand, die anderen auch gleich besiegt. Und du bist auch besiegt, yes, besiegt. 13 Minuten habe ich jetzt geschafft. Ja. Das ist auch schon mal der Classic Mode von Melinda heute. Noch das Kellerspiel und dann kommt das Bild. Mal schauen wir das Bild kurz. Stufe 7,0 wenigstens, also wenigstens Stufe 7,0, wenigstens etwas. Wie gesagt, Melinda kommt aus Animal Crossing. Animal Crossing ist meist das Petmeister-Kopf Spiel auf der Switch, Animal Crossing New Horizons eben. Und ja, das Spiel kam zur perfekten Zeit raus eben, genau in der Pandemie-Zeit eben, wo alle so, ja, Lockdown hatten und dann nichts zu tun hatten eben, und dabei eben so ein Spiel zur Lebenssituation ganz wichtig eben, deswegen war das Spiel auch so erfolgreich. Also Melinda ist ganz gut eben, muss man sagen, als Charakter. Sie ist zwar ein bisschen komisch, also sie hat eigentlich nichts mit Kämpfen zu tun eben, weil sie eigentlich aus dem Lebenssimulator-Spiel kommt, also hat Amy Crossing eben, aber trotzdem irgendwie ist es gut, dass sie drin ist, weil ja, sie hat eine gute Attacke mit der Dange eben und mit dem, ja, und mit den Sachen schmeißen eben, ja. Melinda ist auch im Marker dabei, genau, Melinda war auch im Marker dabei schon, genau. Achte nicht, genau. Ja.
Ich selber habe eigentlich nur auf den ersten gespielt, muss ich sagen, nur kurz auch eben, hat mir nicht so gefallen, also, ja. Ich habe es gut auf den ersten gespielt, Animal Crossing eben, und wie ist das, glaube ich, Animal Crossing Happy Home? Ich weiß nicht, wie das hieß eben, aber ich habe es auf den DS gespielt und ja, es gefiel nicht so, muss ich sagen, weil ich wusste nicht, was ich machen sollte im Spiel, ja. Jetzt mal schauen wir das Buch mit dem Fisch und dem Bewohner. Oh Mann, das sieht komisch aus. Nein, ich. Endergebnis. Endergebnis. Haben wir schon, leider. Haben wir auch schon, leider. Mann, ich krieg nicht über die Geister, ehrlich, Mann. Das regt mich auf. Und das war auch schon mit den 70. Parameter. Super Smash Bros. Messi-Mode. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.